Hier spricht ihr Fichtenzapfenzünsler. Echt, ihr seid echt das beste Publikum, das ich heute hatte. Wirklich. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen euch und einer Weltreise, ich schicke euch eine Postkarte. Mach ich. Ja, das war ein Mätzchen. Kann ich. Können wir, ne? Haben wir gelernt. Mätzchen machen. Ich denke manchmal, es könnte auch mal ein bisschen mehr sein vielleicht, mal was Konkretes verändern, aber ist vielleicht zu viel verlangt. Ich erlebe auch gar nicht mehr so viel, ne? 200 Auftritte im Jahr, was erlebe ich noch? Aber manchmal denke ich, bei dem wenigen, was ich erlebe, könnte man doch einfach anfangen. Sanifair zum Beispiel, ne? Diese Pinkelverbrecher. Ich erlebe das jeden Tag. Ich fahr nicht dran vorbei. Ich mache mit. Ungern zwar, aber ich mache mit. Ich bin da Kunde. Ne? Wenn ich mir das aussuchen könnte, dann würde ich gerne in einer Welt leben, wo man fürs Pinkeln nicht bezahlen muss. Meine Meinung. Aber wie gesagt. Keep on rocking in the free world. Ja, schön wär's, ne? Ja. Ich weiß ganz genau, wie das angefangen hat. Ich habe mich informiert, das war 1999, da waren unsere schönen deutschen Raststätten noch Bundeseigentum, ne? Tank und Rast. Und unter Rot-Grün wurden die verkloppt an einen Hedgefonds mit Sitz im Ärmelkanal, eine Briefkastenfirma, nicht in Liechtenstein, im Ärmelkanal, ne? Wenn man da anruft, Tilla, Tilla, Ring, Ring, dann meldet sich keiner. Feind ist unsichtbar, so ist das. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie das war. Das war 1999, da war so ein Meeting mit Krawattenarschlöchern und die Oberkrawatte fragte so in die Runde rein, na, wie können wir denn unsere maroden Raststätten wieder profitabel machen? Ne? Und da meldete sich erst der Azubi und sagte, na, mit Kürbiswochen vielleicht. Dann stand noch einer auf und hat gesagt, vielleicht mit Notdurft. Und so haben sie es dann gemacht. Ne? Keep on rocking in the free world. So ist es. Diese Pinkelbons, die haben am Anfang 50 Cent gekostet. Ne? Da dachten alle, man kriegt noch was umsonst. Ne? Ich auch, ich krieg was geschenkt. Ich habe die gehortet zu Hause. Dachte, jetzt wird losgeriestert hier. Ne? Wenn ich alt bin, kaufe ich mir davon eine Datsche oder ein Ferienhaus. Gibt aber gar nicht. Ne? Jetzt kosten die 70 Cent und ich schwöre euch, bald kosten die 1 Euro. Das haben die vor 15 Jahren schon festgelegt. Die haben einen ganz langen Atem. So. 70 Cent, denkt jeder, das stimmt aber gar nicht. Das ist viel mehr, 70 Cent. Das ist 1,40 Mark, das sind 2,80 Euro. So muss man das sehen, das ist viel mehr. Ne? Das ist Beschiss. Keep on rocking in the free world. Echt geil, weißt du noch, Matthias, als wir damals auf Tour waren mit unserem Christel-Berg-Programm, es war nicht schlecht, muss man sagen, ne? Als du das gesehen hast zum ersten Mal, dass man da zahlen muss, du alter renitenter Sack, was hast du gemacht? Ich hab draußen. Du hast vor der Raste in die Büsche gepinkelt, ne? Wie tausend andere auch. So, Moment. Und was war das Ergebnis? Jetzt sind die Büsche eingezäunt, toll, ne? Protest lohnt sich, toll. Dann bin ich zum Pächter gegangen. Ich habe gesagt, ich hätte gern einen Schlüssel, wie in jeder normalen Tankstelle auch. Ich bin hier Kunde, ich möchte frei pinkeln. Der hat gesagt, Moment, ich bin der Falsche, Sie müssen sich an diesen Hedgefonds wenden im Ärmelkanal. Ich werde auch abgepresst, ich muss erstmal 10.000 Euro latzen für irgendeinen sinnlosen Sanifair-Schulungskurs. Und dann muss ich latzen, abdrücken, abdrücken, abdrücken. Wenden Sie sich bitte an die, schon wieder nicht. Helpless, helpless, help, helpless. Ja. Habt ihr mir das erzählt? Ja, nee, das habt ihr. Nee, eure großen Brüder haben mir das erzählt. In der DDR war Pinkeln ein Menschenrecht. Notdurft war frei. In der DDR. Da konnte man in jedes öffentliche Gebäude gehen. Egal, in die Post, in die Gaststätte, zur Stasi. Es war frei. Notdurft war frei. Von wegen Unrechtsstaat. Es war nicht alles schlecht in der DDR. So. Und ich erinnere mich noch sehr genau. Früher, da gab es öffentliche Toiletten in deutschen Städten. Das wissen die jungen Leute doch gar nicht mehr. Ne? Öffentliche Toiletten, wie geil ist das denn? Gut, die haben vielleicht gestunken wie so einer Schweinemast und man wurde manchmal angeguckt und angefasst von irgendwelchen Lederschlipsonkels, aber das ist mir tausendmal lieber, als bei diesen cleanen Sanifair-Ärschen. Keep on rocking in the free world. So. Ja, und das ist mein Projekt für 2015. Ich habe mich lange vorbereitet. Ich werde Sanifair verklagen. So.
So, ich zieh das durch. Ich habe mir eine Anwaltskanzlei besorgt. Das sind alles Rentner. Die haben nur Zeit und die haben tierisch Bock. So, und wir ziehen das durch und wir argumentieren mit Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Notdürftigen ist unantastbar, denn ich fühle mich in meiner Würde verletzt und angetatscht. So. Keep on rocking in a free world. Und wir gehen bis zum Europäischen Gerichtshof. Und wenn wir scheitern, scheißegal, ich zieh das durch. Hauptsache, man tut irgendwas. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mein Ehrenwort. Vielen Dank. Vielen Dank.